Cybersecurity ist ein wichtiges Thema, aber manchmal ein bisschen nervig. Andauernd müssen wir User ja unser Passwort abändern. Und bei den Bankgeräten, naja, Kommunikationstools, da kann ich nicht immer alles benutzen. Und bei manchen Apps, die darf ich mir gar nicht runterladen. Wieso IT-Security in Unternehmen so wichtig ist, schauen wir uns heute an. Wusstet ihr, dass letztes Jahr 9 von 10 Unternehmen von einer Cyberattacke betroffen waren? Ja, sind nicht alle Opfer, aber 9 von 10 Unternehmen sind angegriffen worden. Und in 86% dieser Fälle hat das auch zu einem Schaden geführt. Und was sind das für Angriffe? Datendiebstahl, Erpressung, Systemausfälle durch das Installieren von Schadsoftware. Das ist um 358% seit 2019 angestiegen. Ganz schön krasse Zuwachsrate. Ja. Immer beliebter werden die Supply Chain Hacks. Da zielen die Hacker gar nicht auf die Unternehmen ab, sondern auf die Zulieferer. Und dann wird's richtig kritisch. Für Unternehmen ist somit ein Schaden von 220 Milliarden Euro entstanden. Nur in Deutschland in 2020. Könnt ihr euch so vorstellen, als würde man 150 Mal im Jahr die EZB neu bauen. Ein Startup, das Cybersecurity als Geschäftsidee hat, ist LocateRisk. Und da schauen wir uns an, was es mit den Lieferkettenattacken auf sich hat. Ich bin mal gespannt, ob die auch Hoodies tragen. Wir sind heute im Hub 31, eine Art Gründerzentrum hier in Darmstadt. Ah. Hi, Lukas, Hi. Grüß dich. Yeah. Schön, dass du hier bist. Ja, Hoodie an, coole Sache, ja? Typisch Hacker halt, ne? LocateRisk ist 2020 von Lukas Baumann gegründet worden. Lukas, ihr bezeichnet euch als eine Art Ratingagentur für Cybersicherheit. Kann ich mir das vorstellen, dass ihr wie ein Hacker agiert und bei den Unternehmen nach Sicherheitslücken sucht? Genau, wir gucken das Unternehmen von außen an, quasi aus der Sicht eines Hackers, ohne dabei was kaputt zu machen, und bieten da dem Unternehmen dann eben die Möglichkeit zu sehen, was ein Hacker so sieht und wie der das wahrscheinlich angreifen würde und wie eben die Sicherheitssituation zu bewerten ist. Das musst du mir jetzt aber mal erklären. Ja, im Endeffekt übergibt man uns die Hauptdomain vom Unternehmen. Man kann sich das vorstellen wie hier das Gebäude quasi als Hauptgebäude von einem Unternehmen. Wir finden dann automatisiert alle Eingangsmöglichkeiten. Beispielsweise ist jetzt hier diese Tür, die jetzt nicht der Haupteingang ist, sondern einfach so ein Seiteneingang, den man nicht so im Blick hat, wo man sich nicht immer darum kümmert und schaut, ob der abends abgeschlossen ist unter Umständen. Ne? Es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Das Gebäude hat ganz, ganz schön viele Fenster. Und man kommt mit einer Leiter auch an ein Fenster rein, die nicht im Erdgeschoss liegen. Ne? Das könnte man sich jetzt auf ein Unternehmen im digitalen Bereich übertragen. Da hat man auch ganz viele Türen und Fenster in Form von Zugängen und Systemen. Man hat jetzt beispielsweise Lieferanten und Dienstleister. Jeder hat wieder sein eigenes Gebäude und hat da auch wieder Türen und Fenster, wo dann auch wieder offen stehen können. Ne? Man kann jetzt aber nicht jeden Abend bei all seinen Lieferanten vorbeilaufen und schauen, ob die auch ihr Fenster zumachen. Ja, hier siehst du jetzt so einen Bericht. Das ist quasi die Sicherheitslage von einem Unternehmen zusammengefasst. Man sieht hier einen Security Score. In dem Fall ist er überhaupt nicht gut. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ihr überprüft die Sicherheit von den einzelnen Unternehmen, aber auch von den Zulieferern. Genau, ja. Und das ist ziemlich wichtig, weil eben viele Angriffe mittlerweile über Zulieferer passieren. Ein prominentes Beispiel davon ist dieser SolarWind-Angriff, der passiert ist, wo eben ja ein IT-Sicherheitszulieferer von Unternehmen gehackt wurde. Und darüber ist es dem Angreifer gelungen, dann letztendlich in 430 der größten 500 amerikanischen Unternehmen reinzukommen. Das ist ja ein riesiges Ausmaß, was man vorher eigentlich noch gar nicht gesehen hat. Und das alles über einen Zulieferer, der gehackt wurde. Bei Cybersicherheit, da denke ich ja immer, das ist aufwendig und auch mit Einschränkungen verbunden. Aber wenn man jetzt mal sieht, das ist ja ein enormer Schaden, der da entsteht. Was ist bei Unternehmen der Knackpunkt? Naja, viele denken selbst, sie können es am besten. Also das ist wie beim Autofahren. Jeder denkt, er kann es gut und die Unfälle bauen nur andere. Ne? Aber in Wirklichkeit passieren Unfälle jedem. Das heißt, man muss eben ja, sich um das Thema kümmern, muss es im Kopf haben und sollte da auch unvoreingenommen rangehen und auch davon ausgehen, dass man selbst auch Schwachstellen hat, also ganz normale Schwachstellen zu haben. Die Angriffe werden immer ausgeklügelter. Sicher, dass ihr sicher seid? Oder fühlt ihr euch nur so?